Problems. Verzauberung? Verzauberung! Ja. Oho! Bleibt sofort stehen, Fremder! An diesem Ort lagern die Dalish. Ich schlage vor, ihr verschwindet, und zwar schnell! Es fällt mir schwer, das zu glauben. Was könnten wir Dalish mit einer Gruppe wie eurer zu schaffen haben? Ein grauer Wächter? Woher weiß ich, dass ihr die Wahrheit sagt? Ich schätze, eine Lüge würde euch nicht viel nützen. Ich werde euch zum Hüter bringen. Ich schlage vor, dass ihr im Lager eure Hände bei euch behaltet und vergesst nie, dass unsere Pfeile auf euch gerichtet sind. Folgt mir! Ich sehe, wir haben Gäste. Wer sind diese Fremden, Mithra? Ich habe heute ausgesprochen wenig Geduld und noch weniger Zeit für Außenstehende. Dieser hier behauptet, ein grauer Wächter zu sein und möchte mit dem Clan sprechen. Ich hielt es für das Beste, die Entscheidung euch zu überlassen. Das war klug von dir. Masi Runners, Mithra. Du kannst auf deinen Posten zurückkehren. Manuvenin, Hüter. Gut. Erlaubt mir, mich euch vorzustellen. Ich bin Sethrian. Der Hüter dieses Clans. Sein Anführer und Bewahrer unseres alten Wissens. Und wer seid ihr? Oh, ein Schemlin mit Manieren. Interessant. Was führt euch hierher? Seid ihr hier, um uns Neuigkeiten über die Verderbnis zu bringen? Ich habe die Fäulnis schon gespürt, die sich im Süden ausbreitet. Das Vorhandensein der Verderbnis ist nicht neu für mich. Wenn wir reisen könnten, hätte ich den Clan schon längst nach Norden geführt. Aber wie ihr seht, ist das leider nicht möglich. Ja, ihr scheint eure eigenen Probleme zu haben. Was ist los? Ihr seid sicher wegen des Vertrags hier, den wir vor Jahrhunderten unterzeichnet haben. Unglücklicherweise können wir unser Versprechen vielleicht nicht halten. Das bedarf einer Erklärung. Bitte folgt mir. Unser Clan hat den Brazilianwald vor einem Monat erreicht. Wir kommen immer hierher, wenn wir diesen Teil für Reldens betreten. Wir sind immer auf der Hut vor den Gefahren des Waldes. Aber wir hatten nicht gedacht, dass die Werwölfe auf unsere Ankunft warten würden. Sie haben uns überfallen. Und obwohl wir sie zurückschlagen konnten, wurde großer Schaden angerichtet. Viele unserer Krieger liegen im Sterben. Trotz all unserer Magie und Heilkünste müssen wir womöglich unsere Brüder und Schwestern erschlagen, damit sie sich nicht in Bestien verwandeln. Das Böse der Verderbnis muss aufgehalten werden. Aber wir können unseren Verpflichtungen nicht nachkommen. Ich bedauere das wirklich sehr. In der Geschichte für Reldens gab es eine Zeit, in der viele Wehrwesen durch das Land gezogen sind. Geister ergriffen Besitz von Tieren und verwandelten sie in grässliche Ungeheuer. Die Menschen führten Krieg gegen diese Kreaturen und vernichteten sie. Ihre Geschichten über diese Zeit
sind zweifellos immer ungenauer geworden. Flemeth hat mir davon erzählt. Ganze Rudel besessener Wölfe, ähnlich den Abscheulichkeiten, sind durch das Land gezogen. Es ist lange vorüber, aber es war schrecklich. Nicht alle Wehrwesen sind aus diesem Land verschwunden. Und diejenigen, die den Brasilienwald heimsuchen, sind der Beweis dafür. Die Infektion ist ein Fluch, der sich in ihrem Blut ausbreitet. Er führt zu großen Qualen und letztlich zum Tod oder zur Verwandlung in etwas Grauenhaftes. Das Einzige, was ihnen helfen könnte, müsste von der Quelle des Fluches selbst stammen. Und es wäre keine leichte Aufgabe, es zu erhalten. Im Brasilienwald lebt ein großer Wolf. Wir nennen ihn Schattenreiser. Er ist der Ursprung des Fluchs und durch sein Blut wurde er übertragen. Wenn er getötet würde und ich sein Herz bekäme, könnte ich den Fluch vielleicht vernichten. Aber diese Aufgabe hat sich als zu gefährlich für uns herausgestellt. Ich habe vor einer Woche weitere Jäger in den Wald geschickt, aber sie sind nicht zurückgekehrt. Ich kann nicht noch mehr Clan-Angehörige riskieren. Ich muss euch warnen. Im Brasilienwald lauern noch mehr Wölfe. Ihr müsst wissen, dass er eine lange Geschichte voller Gräuel und Morde hat. Wo es so viel Tod gibt, wird der Schleier dünn, der das Geisterreich von unserer Welt trennt. Dann können die Geister sowohl von toten Dingen als auch von lebenden Wesen Besitz ergreifen. Aber wenn ihr uns doch helfen könnt, dann wünsche ich euch viel Glück. Dann sucht Meister Verathorn auf. Ich werde ihn anweisen, etwas Ausrüstung für euch beiseite zu legen, die auch die Jäger verwenden. Macht es bitte kurz, ich habe viel zu tun. Meine Schülerin Lanaya oder Sayrel, der Geschichtenerzähler des Clans, können euch ebenso Antworten auf eure Fragen geben. Es gibt nicht viel darüber zu erzählen. Er stammt ursprünglich von Schattenreißer. Aber jetzt kann jeder Werwolf sein Opfer damit infizieren. Nein, aber alle in diesem Wald. Es ist möglich, aber nicht immer der Fall. Die einzige Möglichkeit, sich vor dem Fluch zu schützen, ist, nicht gebissen zu werden. Ihr werdet es innerhalb weniger Tage wissen. Ihr schwitzt und müsst euch übergeben. Und vor allem wird euer Temperament wild und unkontrollierbar. Falls das mit euch geschieht, solltet ihr Schattenreißer umso schneller ausfindig machen. Ab diesem Moment wird eure Mission ziemlich persönlich. Das ist eine lange Geschichte und ich habe nicht die Zeit, sie euch zu erzählen. Aber ihr könnt Sayrel danach fragen. Nur zu. Haltet nach den weißen Wölfen Ausschau. Sie sind seine Augen und Ohren im Wald. Ich muss mich wieder um meine Leute kümmern. Mögen die Schöpfer euch Schnelligkeit verleihen. Andaran Artishan, Fremder. Ich bin Athras. Ich hoffe, die anderen sind nicht zu grob mit euch umgesprungen. Ah, das ist, als würdet ihr sagen, ein Dender-Ausschlag würde ein bisschen jucken. Wenn ihr den habt, reißt ihr euch die Haut vom Arsch und seid auch noch froh darüber. Es ist nicht unsere Absicht, einen grauen Wächter zu beleidigen. Wir sind einfach zu sehr in Sorge um unsere Jäger. In solchen Zeiten vergisst man die gebotene Höflichkeit viel zu leicht. Soweit ich weiß, wollt ihr im Brasilienwald nach den Wölfen suchen. Ich würde euch gerne begleiten, aber Zethrian hat es mir verboten. Keiner von uns ist glücklich über die aktuelle Situation. Und ich am allerwenigsten. Aber ich sollte nicht zu viel darüber sprechen. Vor allem nicht mit einem Außenstehenden. Ich nehme an, meine Probleme kümmern euch wenig. Es ist seltsam, so offen mit einem Fremden zu sprechen, aber
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Meine Frau Danaila und ich haben bei dem Überfall gegen die Werwölfe gekämpft. Sie wurde so schwer verwundet, dass sich der Fluch rasend schnell in ihr ausbreitete. Zethrian hat alles getan, um ihre Schmerzen zu lindern, aber er konnte kaum etwas bewirken. Und obwohl er behauptet, Danaila sei tot, lässt er mich ihren Leichnam nicht sehen. Langsam glaube ich, dass sie zu einem Werwolf geworden ist. Und dass er mich deshalb nicht zu ihr lassen will, damit ich mich nicht auf die Suche nach ihr mache. Wenn ich nur wüsste, ob Danaila noch lebt oder was mit ihr geschehen ist, dann könnte ich Frieden finden. Ich habe ein Amulett, das von unseren Handwerkern angefertigt wurde. Es ist nicht viel, aber ich würde es euch gerne im Tausch für jegliche Neuigkeiten überlassen. Was tust du da? Das Holz hat sich komplett verzogen. Hast du es im Regen liegen lassen? Nein, Meister Verathorn. Ich glaube, ich habe es zu stark erhitzt. Du schmitzt hier kein Erz wie irgendein Durgenlen. Das hier ist lebendiges Holz. Es braucht Geduld und geschickte Hände, nicht mehr Hitze. Diese Elfen und ihre Holzarbeiten, das ist unnatürlich. Warum sollte man Holz verwenden, wenn es doch gutes Metall und Steine gibt? Ihr sprecht wie ein echtes Kind des Steins, mein Freund. Wen nennt ihr hier ein Kind, alter Mann? Meine Taten beschämen mich, Meister Verathorn. Das sollten sie auch. Wenn das so weitergeht, werden wir die Kunst noch ganz vergessen. Wirf dein totes Holz weg und fang von vorne an. Ich unterhalte mich mit unserem Gast. Nun gut, bitte vergebt mir, dass ich abgelenkt war, Fremder. Kann ich etwas für euch tun? Ja, der Hüter hat angekündigt, dass ihr mich danach fragen könntet. Ich habe schon mal einiges zusammengestellt, was auch unsere Jäger verwenden. Beim Arrowville ist eine große Truhe, in der ich alles verstaut habe, was wir erübrigen können. Seht sie einfach durch und nehmt euch, was ihr benötigt. Ich bin der Handwerksmeister des Clans und dafür verantwortlich, so viel wie möglich über die alte elfische Kunst der Holz- und Erzbearbeitung in Erfahrung zu bringen. In Wahrheit wissen wir Dalish nur wenig, verglichen mit der Kunstfertigkeit, die wir einst besessen haben. Und selbst dieses Wenige mussten wir über mehrere Lebensspannen erlernen. Es gibt Holz, das bei richtiger Verarbeitung hart wie Stahl, aber viel leichter ist. Es heißt Eisenborke und wächst nur in diesem Wald. Der Hüter hat uns verboten, im Wald nach dem Holz zu suchen. Deshalb werde ich jahrelang keine unserer herausragendsten Arbeiten anfertigen können. Ich würde es nicht wagen, euch darum zu bitten. Aber wenn ihr zufällig auf Eisenborke stoßt, kann es nicht schaden, wenn ihr sie mitnehmt. Sie ist blau und ziemlich einzigartig. Ihr könnt nur die Borke nehmen, die der Baum schon abgeworfen hat. Falls ihr welche findet, bringt sie mir. Ich werde sie dann für euch bearbeiten. Ich mache ziemlich gute Schwerter aus Eisenborke oder auch Brustpanzer. Vorausgesetzt natürlich, ich habe genug Holz. Das würde mich freuen, aber unsere Jäger haben Priorität. Ich bin zwar kein Händler, aber ihr könnt gerne einen Blick auf meine Waren werfen. Vielleicht benötigt ihr ja etwas davon. Wie bringen Sie die Dinger durch den Wald? Hüpfen die Bäume? Hallo? Natürlich. Es tut mir leid, aber wir haben hier nicht oft Besucher. Besucher wie euch, meine ich, von eurer Art. Oh, doch, natürlich. Es ist nur, dass sie... ich meine, dass ihr... Oh, ich sollte noch mal ganz von vorne anfangen. Ich bin Cammon, ein Lehrling der Jäger, aber ich wünschte, ich könnte ein richtiger Jäger werden.
ich sollte darüber nicht mit einem Außenstehenden sprechen. Ihr würdet es nicht verstehen. Nun, es kann vermutlich nichts schaden. Ihr könnt mir ja ohnehin nicht helfen. Ich war zu lange ein Lehrling. Um ein echter Jäger zu werden, muss ich das Fell eines Tieres vorweisen können, das ich selbst erlegt habe. Von einem Wildschwein oder Wolf oder irgendetwas. Ich wollte im Wald auf die Jagd gehen, aber wegen des Angriffs dürfen wir ihn nicht betreten. Das eigentliche Problem ist aber Gaynor. Sie ist diejenige, nach der sich mein Herz verzehrt. Ich habe sie um ihre Hand gebeten, aber sie hat mich kaltherzig zurückgewiesen. Sie sagt, sie würde sich nicht mit einem Lehrling einlassen und nennt mich ein Kind. Aber ich bin kein Kind. Wäre ich ein Jäger, könnte ich es beweisen. Aber ich kann nicht auf die Jagd gehen. Gaynor wird sich nie mit mir einlassen. Ich fühle mich so machtlos. Ich hätte nicht darüber sprechen sollen. Überlasst mich einfach meinem Kummer. Glaubt ihr, ich hätte noch nicht darüber nachgedacht? Es gibt nichts, was ich tun kann. Nein, das könnte ich nicht. Ich muss das Tier selbst erlegen. Das ist mein Übergangsritual, um ein vollwertiger Jäger zu werden. Das könntet ihr tun, aber was würde das nützen? Die Situation hat sich nicht geändert. Wirklich, ich bin bereit, alles zu versuchen. Syrannas, Oma Syrannas, ich bete zur Göttin der Liebe, dass ihr Erfolg habt. Enderene Tishun, Fremder. Ihr habt mit ihm geredet? Was hat er gesagt? Oh, ich erwarte nicht, dass ein Fremder unsere Lebensweise versteht, aber ich kann Cammon einfach nicht heiraten. Er ist jetzt schon seit über 2 Jahren ein Lehrling der Jäger und hat es noch nicht geschafft, ein angemessenes Tier zu erlegen. Jedes Mal, wenn er es versucht, ist etwas schiefgegangen. Vielleicht wollen die Schöpfer nicht, dass wir uns vermählen. Ich kann doch keinen Jägerlehrling heiraten, richtig? Aber was ist, wenn er nie ein vollwertiger Jäger wird? Was wird dann aus unserer Familie? Oh, ihr habt recht. Ich habe den armen Cammon unglücklich gemacht. Kein Wunder, dass er es nicht schafft, seine Jagd abzuschließen. Syrannas, ich danke euch. Ihr habt mir geholfen, das Ganze anders zu sehen. Ich gehe und spreche mit Cammon. Cammon, ich war so dumm. Gaynor, was meinst du? Hast du deine Meinung geändert? Ja, habe ich. Der Fremde hat mir geholfen, meinen Fehler zu erkennen. Ich habe dich unglücklich gemacht und das war falsch. Aber was ist mit meiner Jagd? Ach, das ist mir egal. Ich weiß, dass du deine Jagd bald abschließen wirst und wir werden glücklich sein. Wir und unsere Kinder. Danke, Gaynor. Du machst mich zu einem glücklichen Mann. Heute fühle ich mich von den Göttern gesegnet. Wir sind euch beide sehr dankbar, dass ihr uns geholfen habt, zueinander zu finden. Ihr seid wundervoll. Ich bin so glücklich. Hat hier noch jemand den Drang, sich zu übergeben? Nein? Nur ich? Ach was, ich bin bei euch, Kleine. Hier, nehmt dies. Es war lange im Besitz meiner Familie, aber ich hoffe, es kann euch bei eurem Kampf gegen die dunkle Brut nützlich sein. Das ist das Mindeste, was wir für euch tun können. Aufgabe erfüllt, bereit für die nächste. Wer ist da? Oh, verzeiht, Fremder. Ich war so damit beschäftigt, mich um die Halle zu kümmern, dass ich euch nicht habe kommen hören.
Sie sind die edlen Tiere, die unser Arrowel ziehen. Die Menschen nennen es Landschiff. Sie sind unsere Begleiter und Führer. Genau das sind sie auch. Wir reiten auf den Haller, aber niemals mit Zügeln oder Sätteln. Die Haller entscheiden, wohin sie uns führen, und wir genießen das Privileg, dass sie unser Arrowel mitnehmen. Im Gegenzug ist es die Aufgabe der Hirten, mit den Haller zu sprechen und sich um ihre Bedürfnisse zu kümmern. Es ist eine Bande der Freundschaft, nicht der Knechtschaft. Ich fürchte, sie könnte beim Angriff der Werwölfe gebissen worden sein. Ich habe versucht, mit ihr zu sprechen, aber sie ist so aufgewühlt, dass ich sie nicht verstehen kann. Der Fluch hätte auf sie nicht die gleichen Auswirkungen wie auf uns, aber er wäre dennoch tödlich. Und er könnte auch für die anderen Haller ansteckend sein. Ich kann bei ihr keine Wunde finden. Aber wenn sie ernsthaft krank ist, dann werde ich sie von ihrem Leid erlösen müssen. Ihr zuliebe, ebenso wie zum Wohl der anderen. Ich weiß es nicht. Besitzt ihr irgendwelche Fähigkeiten, die ihr helfen könnten? Wenn ja, wäre ich euch sehr dankbar. Und? Was meint ihr? Ich danke euch dennoch, dass ihr es versucht habt. Nein, nein, es tut mir leid. Sie beruhigt sich bei euch nicht mehr als bei mir. Ich weiß. Es war nett, dass ihr es versucht habt. Ich werde noch eine Weile beobachten, ob sich ihr Zustand bessert. Ich danke euch für eure Hilfe. Ich habe gehört, ihr wart maßgeblich daran beteiligt, dass Cammon und Gaynor zueinander gefunden haben. Eigentlich nicht, aber nach unseren Traditionen ist Cammon immer noch Dalen, ein Kind. Sie sind im Moment noch kein angemessenes Paar. Wir lehren unsere Kinder, sich der Ungeduld zu entledigen, unter der die Menschen leiden. Ihr Glaube daran, dass alles immer sofort geschehen muss, hat vor langer Zeit zu unserem Untergang geführt. Aber durch eure Taten ist kein echter Schaden entstanden. Ich zweifle nicht daran, dass ihr es gut gemeint habt. Ich kann euch versichern, dass an mir nichts Besonderes ist. Wenn es scheint, als sei ich anders als der Rest meines Clans, liegt das daran, dass ich unter Menschen geboren wurde. Ich kam zu den Dalish, als ich noch sehr jung war. Aber ich habe mir immer meine Neugier über die Welt bewahrt, aus der ich stamme. Meine Eltern waren Diener eines menschlichen Händlers, dessen Karawanen auf den südlichen Routen verkehrten. Eines Tages wurden er und meine Eltern von Banditen getötet. Ich war die einzige Überlebende, nur ein junges Mädchen. Also haben mich die Banditen mitgenommen. Ich war mehrere Jahre lang ihre Dienerin. Tue ich das? Es hat mich lange Jahre der Besinnung gekostet, damit ins Reine zu kommen und diesen Männern zu vergeben, was sie mir angetan haben. Ich kann mir nur vorstellen, was geschehen wäre, wenn mich der Clan nicht vor ihnen gerettet hätte. Ich schulde ihm dafür mein Leben und mehr. Die Banditen haben einen Späher getötet, als der Clan in der Nähe ihres Lagers vorbeizog. Als der Clan ihn fand, machte sich Zethrian auf die Suche nach seinen Mördern. Er ist ihren Spuren fast einen Monat lang gefolgt. Und als er uns schließlich eingeholt hatte, fiel er wie ein grauenhafter Schrecken über die Banditen her. Niemand konnte ihn aufhalten. Ich saß einfach nur da und habe schemenhaft wahrgenommen, wie er sie angegriffen hat. Ich habe jeden Schlag genossen. Als er mich sah, verwandelte sich der Zorn in seinen Augen in Mitleid.
Er nahm mich mit zurück zu seinem Clan. Und seitdem bin ich hier. Es ist möglich, dass ich noch einige Familienangehörige hatte. Vielleicht auch viele. Zephrian hat mir angeboten, mich zurückzuschicken. Aber ich wusste nicht, woher ich stammte. Und ich wollte bei dem Mann bleiben, der mich gerettet hatte. Der Clan ist meine Familie. Und alle anderen glauben besser, dass das kleine Mädchen gemeinsam mit seinen Eltern gestorben ist. Im Moment ist der Clan alles, was ich brauche. Meine alte Welt hätte mir all das und natürlich auch das Wissen einer Hüterin nicht bieten können. Vielleicht werde ich eines Tages, wenn ich Hüterin bin, aus Neugier Erkundigungen anstellen. Aber ich bin nicht sicher, was mich am Ende dieses Weges erwartet, abgesehen von Schmerzen. Ich bin keine Hüterin, sondern Zephrians Priorin. Da ich aber nicht aus dem Clan stamme, war es schwierig, diese Position zu erlangen. Wir Dalish haben sehr alte Traditionen. Die Clans stammen von den Adligen ab, die einst die Dales regierten. Versteht ihr? Die Hüter dieser Clans haben das stärkste und reinste Blut, das bis in die Zeit von Arlethan zurückreicht. Ich musste mich mit den anderen Kandidaten messen, die auch Priorin werden wollten. Und ich musste in allem besser sein als sie. Einfach nur, weil ich nicht von altem Blut bin. Nein, Zephrian hat mir immer gesagt, dass die Zeit ihnen ihre Vorurteile nehmen würde. Und so war es auch. Sie haben sich an mich gewöhnt. Der Clan hat großes Vertrauen in mich gesetzt. Eines Tages werde ich ihn anführen. Und dann werde ich diejenige sein, die unsere Zukunft sichert. Nichts, was ihr ihn nicht selbst fragen könntet. Er ist der Hüter des Clans, und zwar schon seit langer Zeit. Außerdem ist er ein außergewöhnlich guter Mann, der viel verloren hat. Die Dalish bedeuten ihm alles, und er würde alles tun, um sie zu beschützen. Er hat seine Familie verloren, schon vor langer Zeit. Ich weiß nicht genau, was geschehen ist, aber die Umstände müssen grauenhaft gewesen sein. Ein Hüter ist in erster Linie der Anführer des Clans. Er entscheidet, wohin wir gehen und wann es Zeit ist, aufzubrechen. Er ist außerdem dafür verantwortlich, das alte Wissen des Clans zu bewahren und es an die Mitglieder des Clans weiterzugeben. Ohne einen Hüter wäre dieses Wissen für immer verloren. Deshalb beschützt der Clan ihn mehr als jeden anderen. Sie haben allen Grund dazu. Seit der Zeit von Arlethan war mein Volk entweder versklavt oder heimatlos. Es war die Heimat unserer Ahnen, vor langer Zeit, als die Menschen diese Länder zum ersten Mal betreten haben. Damals waren wir frei und wir waren unsterblich. Wir wussten nicht, wie wir mit den Menschen umgehen sollten. Und am Ende haben sie ihre Macht gegen uns gewandt und Arlethan zerstört. Unsere Ahnen wurden versklavt und unsere Kultur ging für immer verloren. Nicht, dass ich wüsste. Den alten Legenden zufolge haben die Menschen Arlethan dem Erdboden gleichgemacht und zwischen Felsen zermalmt. Sie starben, aber nicht an Altersschwäche wie andere Rassen. Zumindest nicht, bis die Menschen kamen. In den Legenden heißt es, dass der Umgang mit den Menschen unser Leben beschleunigte. Unser Blut raste und wir begannen zu altern. Also sind wir ihnen natürlich aus dem Weg gegangen. Und dann waren wir 1000 Jahre lang von ihnen versklavt. So wurde unser aller Leben beschleunigt und unsere Unsterblichkeit wurde ausgelöscht. Zumindest erzählen es so die alten Geschichten. Im Laufe der Zeit und in Abgeschiedenheit, Zephrian ist viele Jahrhunderte alt, obwohl das selbst für uns ungewöhnlich ist. Wir nennen sie Shemlen, schnelle Kinder. Ich vermute, man braucht schon eine gewisse Arroganz, um so auf andere herabzusehen, dass man sie als Kinder bezeichnet. Vielleicht sollten wir auch unserer eigenen Rolle beim Verlust Arlethans mehr Beachtung schenken. Dennoch war es eine bittere Lektion, die wir lernen mussten, und wir sind nicht dankbar dafür. Das war unsere zweite Heimat. Unsere erste war die prächtige Stadt Arlethan,
Die Dales kamen, nachdem wir aus der Versklavung befreit wurden. Von überall her kamen Elfen in die Dales. Sie reisten Hunderte oder Tausende von Meilen, um ein neues Leben zu beginnen. Man nannte es den Langen Marsch. Die Elfen kamen in die Dales und machten sie zu ihrer Heimat. Aber eines Tages wurden auch sie uns wieder weggenommen. Und da fragt ihr euch, warum wir feindselig sind. Wer auch immer es sucht, müsste uns beweisen, dass er nicht wie die Fremden ist, die wir gewohnt sind. Eure Bemühungen, unserem Clan zu helfen, sind mit Sicherheit ein Schritt in die richtige Richtung. Bitte. Wie ihr wünscht, Dara Shiral. Schon erledigt.